jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Nachdem sich eine kurdische Extremistengruppe zu den Anschlägen gestern Abend in Istanbul bekannt hat, kündigt die türkische Regierung Vergeltungsaktionen an. Früher oder später werde man sich rächen, sagte der Innenminister. 38 Menschen wurden bei den beiden Explosionen gestern getötet. Die meisten Opfer sind Polizisten, die das Spiel in dem Fußballstadion abgesichert hatten. Einer der Sprengsätze ist nach offiziellen Angaben von einem Selbstmordattentäter gezündet worden. Aus Istanbul berichtet Luc Walpott. Bestürzung, Trauer, Gebete heute Abend am Stadion in Besiktas. Wieder ein schwerer Anschlag, wieder Dutzende Tote und Verletzte und wieder die gleiche Antwort der Staatsmacht, noch mehr Härte. Präsident Erdogan nahm am Morgen an der Beisetzung der getöteten Polizeibeamten teil. Die Botschaft des Mannes, der sich per Verfassungsänderung demnächst zum Herrscher der Türkei küren lassen möchte, ist klar. Die Täter werden einen hohen Preis dafür zahlen. Wir werden die Geißel des Terrorismus bis zum Ende bekämpfen. Mitten in Istanbul am Beşiktaş-Fußballstadion schlugen die Terroristen zu. Eine 300 Kilogramm schwere Autobombe explodierte neben einem Bus voller Polizisten. Kurz danach sprengte sich ein Selbstmordattentäter am Maçka-Park in die Luft, als Beamte ihn durchsuchen wollten. Für die Behörden deutet alles auf eine Täterschaft der kurdischen PKK hin. Im Internet bekannte sich heute eine extremistische Splittergruppe, die Freiheitsfalken Kurdistans, TAK. Als Vergeltung, wie es hieß, für das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte in den Kurdengebieten. Solange das anhalte, solle niemand erwarten, ein geruhsames Leben in der Türkei führen zu können. Eine Kampfansage, die die Auseinandersetzungen im Südosten weiter verschärfen wird. Der Innenminister kündigte die Rache des Staates an. Merkt euch eins, das Schwert des Staates reicht weit. Wir werden diese Banditen zur Rechenschaft ziehen, jeden Einzelnen aus ihren Löchern holen. Das Land kommt nicht zur Ruhe. Anhänger der sozialdemokratischen CHP-Opposition zogen zum Anschlagsort heute. In der kommenden Woche soll im Parlament über die Verfassungsänderung beraten werden, die Erdogan noch mehr Macht geben wird. Eine Gratwanderung für seine Gegner. Die Nation verteidigen, ja, aber um welchen Preis? Wir sind sehr traurig. Wir verurteilen diese Gewalt. Sie werden das Land nicht spalten können. Wir stehen vereint als Nation gegen diesen Terror. Am Abend beriet in Istanbul das Kabinett unter Leitung von Präsident Erdogan über die Sicherheitslage. Konkrete Maßnahmen wurden noch nicht bekannt. Die Türkei trauert und viel Anlass für ein Ende der Gewalt gibt es nicht. Unser Korrespondent Luc Walpert ist uns jetzt aus Istanbul auch noch zugeschaltet. Luc, was ist das für eine Gruppe, die sich zu den Anschlägen bekannt hat? Diese Gruppe nennt sich, wie gehört, Freiheitsfalken Kurdistan. Es soll sich dabei um ehemalige PKK-Mitglieder handeln. Das bestätigt die PKK, aber sie seien eben nicht mehr Mitglieder der PKK. Die Gruppe selbst sagt, die PKK sei ihnen gewissermaßen zu lasch. Sie fordert also ein noch extremistischeres, ein noch härteres Vorgehen gegen den türkischen Staat und seine Sicherheitsbehörden. Aber Genaues weiß man nicht über die Gruppe, nur dass sie sich in diesem Jahr allein schon zu drei Anschlägen bekannt hat. Zwei in Istanbul, zwei in Ankara im Februar und März und eine in Istanbul. Das war im Juni und immer war das Ziel Polizei oder Militär. Also da scheint schon ein Muster erkennbar, nur über die Gruppe selbst weiß man eigentlich sehr wenig. Und die PKK behauptet, sie habe keine Verbindungen zu dieser Gruppe. Den Konflikt mit den Kurden, den Kurdenkonflikt in der Türkei, dürfte das alles noch weiter verschärfen. Auf jeden Fall, denn die Ankündigungen heute der Minister und auch des Präsidenten Erdogan waren unmissverständlich. Man wird mit aller Härte diesen Anschlag sozusagen rächen. Das heißt, man wird vermutlich noch stärker als bisher gegen die demokratisch gewählte Vertretung der linken Kurden vorgehen. Das ist die HDP, deren Parteispitze ist ja schon im Gefängnis. Aber viele Bürgermeister wurden ausgetauscht von der Partei. Aber es gibt eben noch Politiker im Parlament, die werden jetzt vermutlich auch unter Druck kommen. Und dann bliebe praktisch nur noch eine Oppositionspartei, eine echte Oppositionspartei
im Parlament, das sind die Sozialdemokraten, denn die Ultranationalisten von der MHP, die zweite Oppositionspartei, die macht inzwischen mit Erdogans AKP gemeinsame Sache. Sie unterstützt seine Verfassungsänderung, die ihm die gesamte Exekutivmacht geben soll. Und das wird in der nächsten Woche im Parlament auch diskutiert werden. Also insgesamt ist das eine Verschärfung der innenpolitischen Lage. Und man muss sehen, wie viel Opposition überhaupt noch möglich ist. Denn wer sich jetzt noch gegen den Kurs Erdogans stemmt, der gerät leicht in den Verdacht, dass er also als Unterstützer dieser Terroristen gebrandmarkt wird. Danke, Luc Ballpott, für diese Einschätzung. Man würde sich an einem Adventssonntag wahrlich andere Nachrichten wünschen, aber leider geht es jetzt mit Terror auch erst noch mal weiter. Auch in Ägypten, in Kairo, hat es einen schweren Anschlag gegeben auf koptische Christen. Bis zu 25 Menschen wurden getötet. Der Sprengsatz explodierte heute Vormittag in einer kleinen Kirche, die direkt an die St. Markus-Kathedrale grenzt. Dort ist der Amtssitz des Patriarchen, des geistlichen Oberhaupts der Kopten, die etwa 10% der ägyptischen Bevölkerung ausmachen. Die Bombe soll in einem Seitentrakt der Kirche detoniert sein, in dem sich während des Gottesdienstes vor allem Frauen und Kinder aufhalten. Aus Kairo berichtet Uli Gack. Ihr Zorn ist grenzenlos, denn es war mehr als nur ein Schlag gegen ein christliches Symbol in Ägypten, sagen viele Kopten. Es war ein Angriff mitten in ihr geistiges Zentrum und es war ein Terrorakt, den sie hier niemals erwartet haben. Der Anschlag in der St. Peter- und Paul-Kirche ereignete sich kurz vor dem Ende der Morgenandacht. Die Detonation war verheerend. Eine unbekannte Frau soll, so offizielle Quellen, einen Sprengsatz in der koptischen Kirche abgestellt haben. Die Bombe wurde, so heißt es, aus der Ferne gezündet. Ich bin gerade vorbeigekommen, da habe ich die Explosion gehört, überall Rauch. Die Kirche war voll Toter und Schwerverletzter. Viele sind bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Die Peter- und Paul-Kirche steht nahe der St. Markus-Kathedrale in Kairo, dem Sitz des koptischen Papstes. Ein Anschlag hier hat enorme symbolische Wirkung, nicht nur für Christen. Die Täter demonstrieren, dass niemand sicher sei in diesem Land. Heute ist der Geburtstag des heiligen Propheten Mohammed. Die Täter haben diesen Tag extra für ihren Anschlag gewählt. Sie wollen einen Keil treiben zwischen Christen und Muslime. Ihr großes Ziel ist es, den ägyptischen Staat und seine Regierung zu zerstören. Der Bereich um Kathedrale und Kirche ist stark gesichert. Eigentlich werden alle Besucher auf Waffen kontrolliert. Wie die Attentäterin heute die Bombe in die Kirche schmuggeln konnte, ist vielen hier ein Rätsel. Es ist ein Anschlag auf uns. Wie viele Tote muss es noch geben, bis etwas unternommen wird? Welche Kirche wird als nächstes zum Ziel? Heute sind vor allem Frauen und Kinder unter den Opfern. Es ist der dritte Sprengstoffanschlag innerhalb weniger Tage in Ägypten. Zuletzt wurden 6 Polizisten nahe einer Moschee in Kairo getötet. Die Wut der Kopten wird von der ägyptischen Regierung ernst genommen. Wie es heißt, soll der Innenminister entlassen werden. Er und die Polizei haben bei den Sicherheitsvorkehrungen offenbar versagt. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf. Die Terrormiliz IS hat nach schweren Kämpfen wieder die antike Wüstenstadt Palmyra eingenommen. Der IS war im März von dort vertrieben worden, habe jetzt aber wieder die volle Kontrolle über die Stadt, erklärte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Einheiten des Assad-Regimes hätten sich zurückziehen müssen und auch russische Luftangriffe hätten die IS-Kämpfer heute Morgen nur vorübergehend aufgehalten. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Renzi soll nun der bisherige Außenminister Gentiloni neuer italienischer Regierungschef werden. Er erhielt von Staatspräsident Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung. Gentiloni nannte als Ziel ein mehrheitsfähiges Kabinett auf der Grundlage der bisherigen sozialdemokratisch geführten Koalition. Die oppositionelle Fünf-Sterne-Bewegung sprach ihm bereits die Legitimation ab und fordert Neuwahlen. Der gewählte US-Präsident Trump hat sich erneut gegen Berichte gewehrt, wonach Russland durch Hackerangriffe die Präsidentschaftswahl zu seinen Gunsten beeinflusst haben soll. Trump nannte die Berichte in einem Interview des Senders Fox News lächerlich. Dahinter steckten die Demokraten, die einen weiteren Versuch machten, eine Entschuldigung für ihre Niederlage zu präsentieren.
17 Jahre hat es gedauert und fast 11 Milliarden Euro gekostet. In der Schweiz hat am Morgen der reguläre Zugverkehr durch den neuen Gotthard-Basistunnel begonnen. Mit 57 Kilometern Länge ist er derzeit der längste Eisenbahntunnel der Welt. Etwa 2 Stunden dauert künftig die Bahnfahrt zwischen Zürich und Lugano. In diesem Jahr Weihnachtsshoppen die Bundesbürger offenbar noch mehr als sonst. Der Handel spricht jedenfalls schon vom umsatzstärksten Dezember aller Zeiten. Und natürlich werden unter den Weihnachtsbäumen auch jede Menge Konsolen und Videospiele liegen. Wer selbst nicht spielt, steht dieser Welt häufig skeptisch oder zumindest ratlos gegenüber und vor allem unwissend. Etwa wie viele unterschiedliche Genres es da gibt, ähnlich wie in der Filmbranche. Eine Spielegattung ist zum Beispiel Adventure. Man begleitet Protagonisten durch eine Abenteuergeschichte, hilft ihnen Rätsel zu lösen und geheimnisvolle Welten zu erkunden. In diese Gattung gehört das neue Spiel The Last Guardian, das Kritiker weltweit zu regelrechten Begeisterungsstürmen hinreißt, weil es so ganz anders ist. Ein Kunstwerk. Andreas Garbe stellt es vor. Meisterwerk, erlesenes Juwel, ein Kunstwerk. So bezeichnen Medien wie das Time Magazine oder der britische Independent das Videospiel The Last Guardian. In einer Fantasiewelt sind ein Junge und ein Fabelwesen gezwungen, sich zu verbünden, um aus einer tristen Ruinenstadt zu entkommen. Das ist das Ziel. Die Hintergrundgeschichte bleibt aber lange ein Rätsel. Woher kommt das Tier und wer hat die beiden in den Ruinen gefangen gehalten? Das Spiel verzichtet außerdem weitgehend auf Zeitdruck, Action, oft auch auf Sprache und Musik, setzt stattdessen auf stille, oft bedrückende Momente, die die Beziehung der beiden Hauptfiguren zueinander intensiviert. Für Professor Christian Stöcker von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg muss ein Videospiel nicht bonbonfarben und actiongeladen sein. Also die Leute lesen ja auch traurige Bücher und sehen traurige Filme und gucken sich dramatische Fernsehserien mit ganz furchtbaren melodramatischen Entwicklungen an. Und all das tun sie zu ihrer Unterhaltung und zu ihrer Erbauung. Und im Grunde ist es ja fast eher eine Anomalie, dass es im Medium Videospiel sowas bislang eben sehr selten vorkommt. Der Spieler steuert den Jungen, der mal alleine Hindernisse beseitigt, mal dem Fabelwesen Befehle gibt, wohin es ihn tragen soll. Auf dem Weg zum Ziel kommen sich Mensch und Tier näher. Kaum ein Videospiel lässt eine so starke emotionale Bindung des Spielers an die virtuelle Figur entstehen. Dank einer überragenden grafischen Darstellung und einer beeindruckenden künstlichen Intelligenz des virtuellen Tieres. So erwacht die fantastische, surreal anmutende Welt des japanischen Entwicklers Fumito Ueda zum Leben. Diese leichte Melancholie, das ist seine große künstlerische Stärke sozusagen im Gestalten von Videospielen. Und ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, wenn dieses Spiel jetzt erfolgreich ist, dass vielleicht doch der eine oder andere Spieleentwickler auch sagt, man kann ja auch mal was anderes probieren. Bislang setzen Videospiele meist auf Action und möchten dem Spieler möglichst schnell Erfolgserlebnisse liefern. The Last Guardian wirft solche Formeln über Bord, bietet weniger klassische Unterhaltung und flüchtigen Spaß, dafür umso mehr Erfahrung, Emotion und Erlebnis. Ein Wagnis und ein bedeutendes Videospiel. Zur Fußball-Bundesliga. Borussia Mönchengladbach hat 1:0 gegen Mainz gewonnen. Im zweiten Sonntagsspiel verlor Schalke gegen Leverkusen 0:1. Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV trennt sich von seinem Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer. Nachfolger soll der frühere Frankfurter Clubchef Herbert Bruchhagen werden. Beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka ging es für Laura Dahlmeier heute mit dem Siegen weiter. Nach ihren Erfolgen im Sprint und in der Verfolgung konnte sie heute auch mit der Staffel feiern. Das Team aus Vanessa Hinz, Franziska Hildebrandt, Marin Hammerschmidt und Schlussläuferin Dahlmeier war am schnellsten Platz 1 vor Frankreich und der Ukraine. Die Männerstaffel ebenfalls auf dem Podest Platz 3 hinter Frankreich und Russland. Und noch das Wetter zum Start in die neue Woche. Morgen wird der Himmel oft bedeckt sein. Nur im Nordosten und im äußersten Südwesten gibt es auch Sonne. Im Südosten fällt etwas Regen oder Schnee. Die Temperatur erreicht 2 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten zeigen Wolken, Nebel und manchmal etwas Regen. Der Donnerstag bleibt überall trocken. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 0 und 10 Grad. Das war's von uns. Weiter geht's gleich mit dem Sonntagskrimi.
Um 0.10 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und hier erwarten Sie morgen Klaus Kleber und Gundula Gause. Auf Wiedersehen.